Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Swordsman. Ich habe letztes Mal gesagt, wir machen bei Lin's Way weiter und erfüllen die Quests von der Dame. Und das tun wir jetzt auch. Ihr da, nicht weit von hier ist ein alter Mann auf dem Dach. Warum helft ihr ihm nicht, herunterzukommen? Warum nicht? So. Und wir schwimmen. Okay, wo laufen wir jetzt hin? Ich schaue bloß gerade, weil wir ja gleichzeitig noch den Auftrag Xian patrouillieren. Zu töten haben. Spion. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt erst die anderen Quests zu machen. Nicht weit genug gesprungen. Nein. Ereigniserinnerung. Alles klar, okay. Mann! Mann! Nein, ich glaube, das kann noch ein klein bisschen dauern. So. Weihrauchgefäß. Nein. Machen wir es halt so. Und dann sprechen wir mit dem Einsiedler Guru Lin Tienso. Ein alter Mann kann den Ehrgeiz eines jungen Mannes haben. Das ist wie auf ein Dach zu steigen. Was? Ihr denkt, ich habe eine hohe Stellung? Die Stellung meiner Meisterin ist höher. Sie ist auf der Spitze des Landegansturms. Kommt ihr alleine herunter? Braucht ihr meine Hilfe? Mir geht's gut, ich genieße es hier. Ich denke, ihr habt das Potenzial, fortgeschrittene Akrobatik zu erlernen.
Hört aufmerksam zu. Ich habe dies noch keinem anderen beigebracht. Vielen Dank. Und er spricht auch gleich weiter mit uns. Ich wusste, dass ihr das Potenzial hattet. Um euch die Wahrheit zu sagen, ist meine Frau in Akrobatik noch begabter als ich. Sie ist nun im Nordwesten des Turms. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr einen Besuch abstatten. Dies wird eure Akrobatik testen. Okay. Steigflug. Eine neue Fähigkeit. Wow. Da Nordwesten. Jetzt laufen wir auch wieder richtig. Und ich will jetzt erstmal. Ja, ich mache jetzt erstmal noch ein paar von diesen eher Nebenquests. Beziehungsweise. Ich mache die hier nebenbei, die Hauptquest. Wenn ich die Cyan-Patrouillen finde. Schatten, Spion. Ja, ansonsten werde ich sie einfach entweder später oder dann halt, je nachdem wie ich mit den Aufträgen vorankomme, war sehr intelligent. Je nachdem, wie ich mit den Aufträgen vorankomme, heute oder dann in einer anderen Aufnahme, in einer neuen Aufnahme machen. Aber das werden wir dann sehen. So. Die Familie Liu ist wirklich vor die Hunde gegangen. Und scheinbar haben wir hier mehrere Quests, die wir gleichzeitig eventuell sogar annehmen können. Ein Straßenkünstler kam in unsere Stadt. Er beherrschte alle Instrumente. Mein guter Freund Chiu Yang ist von geradezu besessen von ihm. Ist die ganze Zeit bei ihm. Ich habe herausgefunden, dass dieser Dämon von Dämonenkult ist und Ji Yang nur Böses antun will. Geht und schaltet ihn aus. Nachdem die Quest einige Male abgeschlossen wurde, wird eine Titelquest aktiviert. Okay. Und dann. Liu Qin, mein Sohn, verließ die Stadt vor ein paar Tagen, um sich etwas zu amüsieren. Ich hatte zu der Zeit viel zu tun und ließ ihn alleine gehen. Ich bereue zutiefst, dass ich ihn ohne Begleitung gehen ließ. Ich kann ihn nirgendwo finden. Bitte helft mir. Nehmen wir auch an. Kennt ihr die Riesenfestung? Seit Jahren leben wir in Frieden mit ihr, aber durch die großen Dürre fehlt es dort an Lebensmitteln. Man sieht sich schon dort aus Hunger dazu gezwungen, uns anzugreifen. Stattet ihnen einen höflichen Besuch ab. Nehmen wir auch an. Die verlorene Gattin. Womit habe ich das verdient? Mein Diener sagte, dass Männer in Tian-Uniform meine Frau, Frau entführt hätten. Es müssen Tian-Schüler sein. Gehen wir zur Werft, um meine Frau zu retten. Und dann nehmen wir die letzte auch noch an. Modan und ich sind wie Brüder. Aber er hat eine etwas seltsame Karriere hingelegt. Zock Kalzen hat ihn beleidigt. Und jetzt möchte er seine Position als Meister niederlegen. Ich hoffe, er könnte ihn vom Gegenteil überzeugen. Das hoffe ich auch. Und jetzt schaue ich nur kurz. Wir bleiben
scheinbar bei allen im Umland.